Hallo Camper und Urlauber, heute ein paar Bilder von zwei Wanderungen rund um die Bucht von Baska. Die erste Wanderung ist ca. 9 Kilometer lang und führt uns erst einmal flach Richtung Patumet und von dort geht es dann steil bergauf. Schon auf halber Höhe ein wunderbarer Blick ins Tal. Oben angekommen geht es dann ca. 3 Kilometer auf dem Kamm entlang, mit immer wieder herrlichen Aussichten auf die Bucht. Unbedingt festes Schuhwerk und immer auf die Markierung achten, sonst kann es ganz schnell noch holpriger werden. Am Ende geht es wieder sehr steil bergab, aber mit den allerschönsten Aussichten. Die zweite Tour führt uns auf die andere Seite des Tals und ist ca. 10 Kilometer lang. Das erste Teilstück führt uns bis zur Kirche und ist auch noch asphaltiert. Von dort geht es dann aber wieder steil bergauf.
Der Abstieg ist dann wieder sehr steil und anstrengend, aber es lohnt sich.